Zurück in der Hansestadt, zurück auf dem heimischen Trainingsplatz. Nach dem Trainingslager in Österreich und einer Pause haben sich die Kiezkicker am Montagmittag wieder auf dem heimischen Trainingsplatz an der Kollaustraße eingefunden und vor den Augen zahlreicher Kinder trainiert. Die Stimmung bei den Boys in Brown ist gut, was wohl auch an dem gelungenen Trainingslager liegt. Kiezkicker Carlo Bukalfa blickt noch einmal zurück. Das war auf jeden Fall intensiv. Ich glaube, die zwei freien Tage haben gut getan danach jetzt. Aber ich glaube, wir haben gut gearbeitet und auf jeden Fall Fortschritte gemacht. Seit Donnerstag ist der FC St. Pauli zurück in der Hansestadt und setzt hier die Vorbereitung fort. Doch lange hält es den Aufsteiger nicht in der Heimat. Am Freitag geht es nach England. Dort steht am Samstag gegen Norwich City das nächste Testspiel an. Dort will der FC St. Pauli dann den nächsten Schritt machen. Ja, wie immer. Also wir wollen auf jeden Fall Vollgas geben. Auch für die Kondition brauchst du jetzt jedes Spiel, damit du dann bei Saisonstart fit bist und einfach weiterhin an unseren Ideen arbeiten. Bukalfa ist seit 2022 beim Kiez-Club und ein wichtiger Teil der Mannschaft, auch wenn er nicht immer seine Einsatzzeit bekommt. In der vergangenen Saison kam er auf 17 Ligaspiele und schoss ein Tor. Dennoch hat er nicht daran gedacht, zu wechseln. Nee, für mich ist auf jeden Fall schon das Ziel, mich hier durchzubeißen, weil ich mich hier sehr wohl fühle und in der Mannschaft und in der Stadt. Und deshalb will ich schon auf jeden Fall hier bleiben. Der FC St. Pauli will sich in der Bundesliga beweisen und wird dafür jeden Spieler brauchen. Fabian Hürzeler hat die Boys in Brown ins deutsche Oberhaus geführt und Alexander Blissin will seine Arbeit dort weiterführen. Doch wie unterscheiden sich die beiden Trainer? Ich glaube, Trainer unterscheiden sich alle. Jeder hat seine eigene Philosophie, jeder will seine eigenen Ideen umsetzen. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, die umzusetzen. Und deshalb freue ich mich auf die Saison. Viel Zeit bleibt nicht mehr, bis es losgeht. In weniger als 3 Wochen steht das erste Pflichtspiel an. Dann geht es im DFB-Pokal gegen den Halleschen FC. Eine Woche später geht es dann auch in der Bundesliga los. Der FC St. Pauli hat am Montag gezeigt, dass sie heiß sind und sich vor nichts aus der Ruhe bringen lassen. Auch nicht von den plötzlich losgehenden Rasensprengern.